Für gut eine Stunde legten 138 Schüler der Oberschule Ganderkesee am Donnerstagmittag ihre Stifte nieder. Mit einem Sitzstreik und selbstgebastelten Plakaten demonstrierten sie in der Pausenhalle gegen die Aufteilung des 9. Jahrgangs in Real- und Hauptschulklassen. Zur Entscheidungsfindung werden am 17. März dann Abstimmungen unter den Lehrern, Schüler- und Elternvertretern vorgenommen. Die Meinung der Schüler dürfte nach ihrer Streikrunde am Donnerstag doch bereits jetzt klar sein. Mit Slogans wie "Wir gehören zusammen" traten sie gemeinsam für ihr Ziel ein. Ein kleines Ziel haben die jungen Demonstranten damit jetzt schon erreicht: die Lehrer zum Nachdenken bringen.